Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin heute Abend ein bisschen für Musik zuständig. Ich spiele euch ein paar Lieder vor, damit es nicht so langweilig wird. Get on board Westbound 7, 47. In room 34 inside it, what do you do? Gefördert von der AOK, Kinogutscheine im Wert von jeweils 3x100 €. Das verspricht also viele Stunden im geschlossenen Raum im Kino, ohne Regen, mit Popcorn und was zu trinken. Nehmen Sie daran teil. Würden Sie das noch verspielen oder ist das jetzt gerade ausgeschlossen? Ist ausgeschlossen, dann sitzt es auch nicht. Im Moment geht es nicht. Also, da steht meine Gitarre voll und da ja. Und das hält mich okay. Aus. Könntest du schon anfangen, die Leinwand aufzupumpen? Ja. Super. Dann fangen wir mal damit an. Und wir gehen dann hier runter, oder sollen wir abbauen? Ja. Ja, machen wir das. Da habe ich zum Beispiel 1993 in Münster im Apollo-Theater, das hat schon längst geschlossen, Apollo 13 gesehen. Und seitdem hat es mich gefesselt. Ich bin absoluter Sneak Preview-Fan. Okay, schön. Ich war noch nicht in der Sneak Preview, sollte ich vielleicht mal machen. Ja, dann haben wir hier auf der Seite die Jessica Töhle. Wie bist du in die Jury geraten? Tatsächlich auch über Lydia. Ich war auch ein paar Mal so oft im Kino. Also wenn man Stammkunde im Kino ist, läuft man Gefahr, mal angesprochen zu werden. Okay. Du arbeitest in der Büchergalerie. Das heißt jetzt aber nicht, dass du jetzt die ganzen letzten Tage im Laden gesessen hast und die Bücher schon mal vorweg gelesen hast zu den Filmen, die jetzt laufen. Vielleicht doch. Nein, in der Flusskrebs habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Lohnt sich auch als Film aber auch.
Was ist denn zurzeit so angesagt als Erwachsenenbuch oder auch als Kinderbuch? Was wird denn zurzeit viel gefragt? Oh, als Kinderbuch bin ich großer Fan vom Einhorn von Marc-Uwe Kling, den man für Erwachsene wahrscheinlich von den Känguru-Chroniken kennt. Kann er auch für Kinderbücher mit seinem Humor perfekt. Und als Erwachsenenliteratur haben wir wahnsinnig viele gute Titel. Mein Favorit ist aber mein Paradise Garden. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Okay, haben wir das jetzt weitergegeben? Ja. Gut. Und die vierte im Bunde ist die Elisabeth Wehring. Auch zum ersten Mal Jurymitglied. Nicht ganz unbedarft in Sachen Kino, habe ich gehört. Du machst bei der OV die Kinoseiten. Ja, seit schon einigen Jahren zusammen mit Lydia und die hat mich auch eingefangen. Also die war scheinbar aktiv. Ja, also Lydia ist der Headhunter, was die Jury angeht. Und ihr macht jetzt, ihr guckt euch alle vier Filme an und beurteilt die und habt dann auch den Kriterienkatalog vorgelegt bekommen. Auf was sollt ihr denn ein stärkes Augenmerk legen bei den Filmen? Also ganz verschiedene Kriterien, wie Schnitt, wie Besetzung, Musik, Dramaturgie, Regie. Also die Kriterien waren eigentlich relativ vielfältig und nach denen müssen wir die Filme beurteilen. Okay, ihr vergebt da Noten von 1 bis 6 und habt dann vom Film nicht so viel, weil ihr eigentlich nur auf das Drumherum achtet. Also die technische Schiene dann läuft. Und die Handlung außen vor lassen am Ende vielleicht ein bisschen. Ja, das ist die Jury, die am Ende entscheidet, welcher der vier Filme den Olfi überreicht bekommt. Ja, ein kleiner Schauer. Dann würde ich jetzt sagen, übergebe ich das Mikro an diejenige prominente Lohnerin, die die 12. Oldenburgischen Filmfestspiele dieses Jahr eröffnet. Daher würde ich jetzt gerne Frau Dr. Henrike Furt nach vorne bitten, die dann die magischen Worte sprechen darf. So, vor 5 Wochen gerade hier gewesen, bei Sonnenschein, da auf der Bühne, heute mal nicht. Oder sollen wir raufgehen? Muss ich sagen. Nein, das muss ich sagen. Ich habe auch den Zettel bis zuletzt in der Tasche gelassen, damit er nicht durchweicht heute. Aber damit müssen wir heute, glaube ich, umgehen mit dem Wetter. Ja, ich will nicht viel erzählen, ich will aber trotzdem noch ein paar Worte des Dankes verlieren. Deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Kinofreunde, die sich hier eingefunden haben. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie alle heute hier zur Eröffnung der 12. Auflage des Filmfests Oldenburger Münsterland auf die wunderschöne Freilichtbühne in Lohne gekommen sind. Ich glaube, hier lässt sich in den nächsten Tagen und auch heute Abend Kino unter freiem Himmel erleben. Das ist, glaube ich, immer was Besonderes. Und darauf darf man sich freuen. Das Filmvergnügen hier im Rahmen der Filmfestspiele ist eine feste Institution in unserer Stadt geworden und es ist auch einzigartig im Oldenburger Münsterland. Das Kapitol Kino Lohne und auch der Lokalsender Regio TV haben in einer bewährten Kooperation dieses Filmfest ins Leben gerufen und wieder mit sehenswerten Filmen aufgewartet. In diesem Jahr gibt es auch noch eine besondere Note, die dazukommt, nämlich das 70-jährige Jubiläum unseres Kapitolkinos hier in Lohne. Das ist, glaube ich, wirklich aller Ehren wert und wirklich eine lange Zeit, die es das Kino schon gibt und darauf kann man ganz stolz sein. Ich glaube auch, dass jeder von Ihnen, von uns hier besondere Momente mit dem Kapitolkino in Lohne verbindet. Es ist ein Ort, den jeder von uns kennt, den jeder von uns schätzt und in dem jeder von uns bestimmt schon besondere Momente erlebt hat, an die er gerne zurückdenkt. Und daher möchte ich an dieser Stelle Lydia Stuntebeck und Dieter Strassenburg vom Kapitolkino danken, ebenso Karl Bünker von Regio TV, dass sie wieder ja, mit viel Engagement und Einsatz dieses Filmfest vorbereitet haben. Und es ist schön, dass wir heute Abend hier stehen können und die 12. Auflage eröffnen können. Ein weiterer Dank gilt auch den Ehrenamtlichen der Freilichtbühne, die diesmal nicht auf der Bühne stehen, sondern eher im Hintergrund wirken. Viel Engagement, wie immer, man kennt es nicht anders, da reingesteckt haben, dass das Umfeld passt, dass das Drumherum passt, die Verpflegung passt, die Ausleuchtung. Da steckt ganz, ganz viel Arbeit dahinter, die man häufig gar nicht so wahrnimmt.
und die letzten Endes aber nötig ist, damit eine solche Veranstaltung auch zum Erfolgsmodell wird. Ja, zum Programm will ich nicht mehr viel sagen, ist alles eben schon genannt worden. Deswegen an dieser Stelle, es wird auch immer Dollar hier verbringen, auch hier geht's nass. Hiermit eröffne ich die 12. Auflage des Filmfests Oldenburger Münsterland. Ich wünsche Ihnen allen einen ganz tollen Abend und viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank. Dann bitte alle wieder ins Trockene zurück. Und somit kann ich jetzt eigentlich nur noch sagen, dass der Film jetzt beginnt, der Gesang der Flusskrebse. Ein kleiner Hinweis noch, sollten Sie es schaffen, eine Zigarette anstecken zu können, dann bitte nur draußen, wo es regnet, nicht im Zuschauerraum. Außerdem müssten Sie jetzt vielleicht die Handys in Flugmodus gleiten lassen, weil Bild- und Tonaufnahmen während der Vorführung des Films nicht erlaubt sind. Und somit würde ich sagen, darf der Film beginnen.